Mein Name ist Bouhaloua. Ich komme aus Marokko. Tja, und wir haben einen Laden hier in der Münchner Straße. Das ist ein Stück von Heimat sozusagen. Das sind Kultursachen, was wir hier verkaufen. Und da haben wir eine bestimmte Kundschaft. Also es ist keine, sage ich mal, nicht unbedingt keine Europäer, sondern mehr in die Richtung von arabischen Ländern und islamischen Ländern. Also was wir am Produkt hier verkaufen in dem Bäckerbereich, das sind ja marokkanische Gebäck, was hausgemachte Produkt ist und nicht Massenprodukt. Also es wurde nach marokkanischem Rezept gemacht. Da haben wir Leute, die das machen. Also wir haben eine Küche, die das vorbereitet und wir verkaufen das hier in der Münchner Straße. Wir haben auch marokkanische, islamische, orientalische Kleider hier im Haus. Also es ist ein multikulturelles Laden, also es muss nicht, also es heißt also orientalisch, aber es heißt nicht, dass Europäer hier nicht zu kaufen finden oder reinzukommen. Die kaufen auch so orientalische Sachen auch, die eben, sag ich mal, in orientalische Länder waren, wenn sie hier reinkommen und oh, das haben wir da und das wollen wir haben. Karnevalzeit können wir auch genauso. Aber leider gibt es Sachen, was hier in der Münchner Straße komisch sind. Ist so schön auf einer Seite, hier auf der anderen Seite ist nicht so schön. Ja, wirtschaftlich, also hier ist mehr Menschen, sag ich mal, also mehr Kundschaft, verschiedene Nationalitäten, also es ist ein multikultureller Stadtteil, aber durch diese ganze, sag ich mal, Diebstähle, Drogenabhängige und was hier abgeht, also es ist ein bisschen schwer, weil die Kundschaft erschreckt sich immer wieder, wenn die Leute hier vor die Türen, Eingangstüren so mit Drogen vollpumpen und so einschlafen, dreckig und das, also das erschreckt ein bisschen die Kunde zurück.